Dwayne The Rock Johnson kann irgendwie alles. Nach einem erfolgreichen Übergang von einer Karriere als einer der beliebtesten und erfolgreichsten Wrestling-Stars aller Zeiten, ging er zu einer Karriere in Hollywood über, die alles von Actionfilmen wie Fast and Furious bis zu Familienfilmen wie Zahnfee auf Bewährung und Komödien wie Central Intelligence umfasst. Johnson ist ein sympathischer Kerl, der immer glücklich zu sein scheint, wo immer er ist. Und er nimmt sich selbst nie zu ernst, besonders am Filmset. Hier sehen Sie einige Pannen, die The Rock noch liebenswerter machen. Johnson ist hart, ein Typ, der leicht Dinge zerschlagen könnte, ohne dass er spezielle Requisiten oder Stuntmen benötigt, um die Drecksarbeit für ihn zu erledigen. Zumindest würde man meinen, dass das der Fall wäre. In seiner ersten großen Hauptrolle, nämlich als Chris Vaughn Jr. im 2004er Remake des 70er-Klassikers Walking Tall, entdeckte er, dass sein härtester Feind überhaupt nicht der Bösewicht, sondern eher ein besonders hartnäckiges Autorücklicht war. I'm strong, I swear. Eine nicht so wenig bekannte Tatsache über Dwayne The Rock Johnson: der Typ ist muskelbepackt. Seine Muskeln sind so unglaublich groß, dass er sich am Set von Die Reise zur geheimnisvollen Insel entschied, seinen Körper statt seinem Mund sprechen zu lassen, mit einer witzigen Wirkung. What is this place? Es ist fast so, als würde Johnson mit dieser Panne Method Acting betreiben. In Daddy ohne Plan spielt er einen Star-Quarterback, der in den Wahnsinn des Vaterseins geworfen wird, als er plötzlich erfährt, dass er eine 8-jährige Tochter hat. Es stellt sich jedoch heraus, dass eine Tea Party sich als tückisch erweisen kann, wenn man so massiv wie The Rock ist. Small chair, big guy. Classic. Es sieht so aus, als hätte Johnson kalte Füße, als es an der Zeit war, seine große Szene in der Cop-Komödie Die etwas anderen Cops zu drehen, in der er kurz neben Samuel L. Jackson mitspielte. Die beiden außergewöhnlichen Detektive springen am Ende aus einem Gebäude. Zumindest hätten sie es tun müssen. Ah! Ups. In diesem Clip zeigt Johnson, dass er nicht so hart ist, um ein bisschen auf den Arm genommen zu werden. Nachdem er gegenüber der Figur des Komikers Kevin Hart gestanden hat, dass sein Name erfunden ist, hält Hart eine schwunghafte Rede, in der er argumentiert, dass ein erfundener Name keine große Sache sei. Hart rattert dann ein paar coole Namen herunter, von denen jeder weiß, dass sie nicht echt sind. Einschließlich jemanden, der Johnson sehr vertraut ist. You think, Mr. T and Sting and The Rock, you think those guys are real? That's a bunch of dumbass nicknames by a bunch of dumbass people. Nun, für alles und jeden gibt es eine Zeitschrift, sogar Zahnfeen. In dieser Panne aus dem Set der familienfreundlichen Komödie Zahnfee auf Bewährung, in der Johnson sowas wie eine Zahnfee spielt, zeigt er, dass er immer noch ein Mann ist. Ein Mann mit Bedürfnissen. Johnson sorgt für gute Laune und zeigt, dass er für einen Mann, der für große und auffällige Actionfilme bekannt ist, ziemlich geschickte Improvisationsskills hat. Während der Dreharbeiten zu diesem Disney-Remake brüllt Johnson die Namen einer Reihe verschiedener Tiere aus, um eine andere Figur abzulenken, darunter insbesondere ein sehr gefährliches Tier. Is that a woodchuck? Ferret? Kangaroo? Vin Diesel? Guys better looking. Apropos Vin Diesel, hier Albert Johnson am Set von Fast and Furious 5 herum. Er tut nur so, als würde er Vin Diesel immer wieder gnadenlos am Kopf und Gesicht treffen, obwohl den Internetgerüchten zufolge wahrscheinlich wünscht, er hätte wirklich zugehauen, als er die Gelegenheit dazu hatte.